Ja, wunderschön. Ich muss ja mal laut reden, nicht nur schnell und lange, sondern auch laut. Ja, Roland, mein Name, der Titel heißt KI für Autorinnen. Und die Frage ist natürlich, oder für Texte, was Autorinnen machen. Wir sind im Land der Dichter und Denker, das ist eine also immer wieder, ich bekomme das immer wieder wie, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das kann man nicht machen. Also was man machen kann, ist auf jeden Fall erstmal ein Spiel spielen. Und zwar leider nur mit englischsprachigen Gedichten. Ich habe das nicht auf Deutsch gefunden, aber wir machen das jetzt einfach mal. Und zwar nehmen wir uns das an, nehmen uns das vor. Ich lese das nicht vor, keine Angst. Das kann ich ja für sich machen und einfach mal sagen so, hopp oder top, respektive, ist das Gedicht per Hand geschrieben oder ist das vielleicht aus einem Rechner generiert? What? Rechner? Or not? Mensch. Meinung? Kein Wort. Wort. Nächster, Haiku. Haiku sind ja sehr beliebt, ne? So eine hohe, hohe Kunstform. Und ich meine, das können einige wirklich ganz, ganz hervorragend. Auch hier wieder die Frage, what or not? Keine Ahnung, es gab insgesamt drei Stück. Ja, ganz. Ich würde jetzt nicht den ganzen Abend gehen. Mensch. Ja. Mensch, 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 leider falsch. So einfach ist das nicht mit dem Hin und Her, dass ich gleich den zweiten dann. Und ob ich den dritten, das weiß ich auch noch nicht so genau. Den fand ich aber besonders schön, weil das ist wirklich, der drückt richtig viel aus. Gerade dieses Staccato-hafte am Ende, ja, dieses Wörter aneinander, das ist schon irgendwie so ein. Lässt sich verdammt gut automatisieren, oder? Lösen wir es auf. Der ist von Hand geschrieben, da gibt es auch noch irgendwie einen Autor dazu. Sehr schöner Spaß, kann ich sehr empfehlen. Falls man mal ein bisschen so Muße-Minuten hat, dann kann man einfach mal nachts, spät nachts bevorzugt, sich die Gedichte durchklicken und immer sagen, what or not. Das ist wirklich mal so eine klare Ja-Nein-Entscheidung, das ist ein bisschen das Tinder für Gedicht. Na, okay. whatpoet.com. Soviel zur Poesie, ich meine, das ist so ein bisschen, das ist frei, ja? Da kann man wirklich machen, was man will, das ist so ein bisschen, das ist wirklich schwer zu sagen. Das ist jetzt handgemacht, das ist maschinell, weil die Freiheiten einfach zu groß sind. Wie sind das mit Zeitungsartikeln oder mit überhaupt so Fließtexten? Da wird es dann doch schon schwerer, weil die folgen schon einer gewissen Struktur, die müssen schon so ein bisschen, so meistens Satzbau, ja, aufgebaut. Und da gibt es was sehr Schönes, und zwar OpenAI, das ist so was, Elon Musk ist beteiligt, und schiebt mich tot, und die haben mit, ich glaube, GPT-2 letztes Jahr ganz große Schlagzeilen gemacht, weil die haben nämlich, ich gebe dir mal ein Beispiel, und das gleich mit Auflösung, sich eine Maschine gebaut auf Basis von 40 GB Reddit-Daten. Die haben sich wirklich reingezogen, haben darauf dann lernen lassen, den GPT-2, und der ist so mit Verlauf gut, dass sie den nicht voll publizieren, also dass sie den in einer voll ausgebauten Form momentan nicht zur Verfügung stellen, weil die füttern den mit dem, was hier nicht blau hinterlegt ist, und lassen den Automaten, also mit dem ersten Teilsatz vorgegeben, einfach mal weiterschreiben. Und das ist zumindest so rein vom, also über den Inhalt kann man sich immer streiten, aber das ist so rein von der Lesart und Lesform ist das so irre gut, dass die auch sagen, in 50% der Fälle, die sie versucht haben, hat das Ding einfach wirklich brauchbare, lesbare und inhaltlich nicht komplett schwachsinnige Texte erstellt. Und 50% ist eine irre gute Quote. Und warum die das Ganze jetzt nicht releasen, ist, dass sie einfach sagen, so wir sehen ja momentan, was in der Journalistenwelt passiert und was an Nachrichten alles rausgeht und was unter Fake News jetzt wieder auf einmal publik geworden ist oder populär geworden ist. Und das ist damit noch schneller und noch erfolgreicher und vor allem noch umfangreicher gestaltbar und machbar. Das ist also gefährlich. So viel zum Allgemeinen drumherum. Ich möchte noch eine kleine persönliche Geschichte jetzt hinten ranschieben. Und zwar, das ist so ein bisschen, das steht so ein bisschen für Bücher gefahren, wie ich da hingekommen bin. Ich habe nämlich mal, weißt du, wer war eigentlich vorgestern bei 7x7? Es tut mir leid, das ist die Geschichte jetzt ein zweites Mal. Ich habe, aber es ist nur einer, das freut mich ja so ein bisschen. Kann jetzt verifizieren, inwiefern ich Lügen erzähle, weil ich was anderes am Sonntag gesagt habe. Also ich habe mal tatsächlich eine Geschichte geschrieben. Ich fand die sehr gut, ja? Ich fand die ganz faszinierend und dachte, damit wird die Welt jetzt glücklich. Und leider kam das nicht so gut an. Ich habe dann gesagt, naja, gut, was man Texte machen soll, bevor die halt publik gehen, man soll die halt vernünftig lektorieren lassen, bin ich zu einer Lektorin gegangen, die mir auch sehr empfohlen wurde, also eine verdammt gute Dame, und die hat gesagt, nach einem kurzen Blick, vielleicht aber im nächsten Projekt. Ich bin dann noch zu einer anderen gegangen, die hat gesagt, ja, gerne, ist für teuer. Das ist dann irgendwie, ich habe dann gesagt, okay, das führt so zu nichts. Ja, und ich habe gemacht, was ein Mann halt tun muss, außer depressiv und traurig in der Ecke zu sitzen, ist ganz klar. Ich habe prokrastiniert. Ja, ich habe also was anderes angefangen. Ich habe dann einfach das auf den Text und habe dann einfach was anderes gemacht. Ich nenne das mal gerne produktives Prokrastinieren. Das heißt also, man drückt sich vor einem und macht ein bisschen was anderes, bei dem hoffentlich vielleicht eventuell möglicherweise noch was rauskommt. Das war dann einfach mein Podcast. Weil immer, wer schon nicht schreiben kann, kann vielleicht reden. Merkt dann keiner, weil geht schneller. Und der heißt dann Bücher gefahren, und da habe ich mir dann auch,
die nächste Lektion, ja, wer keine Ahnung hat, der lese ich Gäste ein, habe dann entsprechend Leute gesucht und das ist auch sowas, ich bin ja nicht nur gerne am Reden, ich bin obendrein ein introvertierter Redner und dann habe ich gesagt, nee, ich traue mich nicht Menschen anzusprechen, aber wenn ich ein Mikro in der Hand habe und denen das vor die Nase halte, dann klappt das, hat wirklich geklappt und habe dann irgendwie recht illustre Gäste gehabt, die rund um alles, was eigentlich so das Bücherschreiben, Bücher vermarkten, das Gestalten rund um Texten anbelangt, ja, zu Gast gehabt und wir haben darüber gesprochen. Das Ganze ging so über 60, 65 Folgen ganz, ganz gut und dann irgendwann wurde mir das Ganze zu bunt. Da habe ich gesagt, das ist jetzt ein nettes Potpourri gewesen von allen möglichen, aber eigentlich habe ich alle Themen durch. Also ich hatte Autoren da, Verleger da, ich hatte nicht alles da. Das war dann irgendwann langweilig. Ich habe gesagt, okay, jetzt wiederholst du dich, müsstest du dich irgendwie mal ein bisschen fokussieren. Also okay, fokussieren ist schwierig, ja, irgendwie so, was soll man machen? Man sieht nur so ein Nischenfeld, dachte ich, nimmst du ein Nischenfeld, das trotzdem noch irgendwie breit genug ist und das hieß dann irgendwie Digitalisierung. Also ja, das ist raus, so Schlagwörter sind immer gut, aber das können wir besser, ja, also wenn schon Schlagwörter, dann besser und dann machen wir das nicht nur Digitalisierung, sondern KI. Also habe ich angefangen über KI im Zusammenhang mit Texten zu reden, einfach auf dem Kanal. Und das ist ein bisschen, auf Dauer ja auch ein bisschen dröge, ich meine, dann redet man und hat eine Theorie und, ne, und dann verliert man sich dann so um einen etlichen. Und jetzt müsste man das Ganze auch praktisch ein bisschen untermauern. Das heißt also parallel zu diesem Podcast, da sind wir wieder beim Prokrastinieren und dann wäre das eine nicht mehr irgendwie Bock hat, also Geschichten schreiben, abgehakt, Podcast wird irgendwie langweilig. Also machen wir das nächste und setzen einfach das, worüber wir reden, also worüber ich rede, ja, noch in einer königlichen Bierform, praktisch auch um. Das heißt also, ich erzähle nicht nur über KI, sondern ich baue begleitend dazu auch ein Tool auf, das das Ganze im Praktischen wirklich exemplarisch veranschaulicht. Wir werden dann gleich ein paar Bilder sehen, wie das Ganze dann aussieht, in der allerersten klitzekleinen Ausbaustufe. Warum macht man das? Warum ist das sinnvoll? Ganz einfach deswegen, weil ich habe hier so eine schöne inspirierende, ich finde diesen Spruch großartig, auch wenn er jetzt schon ein Vierteljahr alt ist. Der Wolfgang Fischer, ja, ich mag ihn sehr, an ihm streiten sich manchmal oder teilen sich die Geister, aber ich mag ihn sehr, und er sagt so, ja, Aufgabe für Thriller-Autoren, schreibt, ich denke, dass ich das Falsches erzähle, eben ein, ohne das Wort herumwirbeln zu verwenden. Ich muss für mich gestehen, ich habe nachgeguckt, habe ich tatsächlich nicht gemacht, das ging mir trotzdem nicht. Die Kunst ist nur, ich meine, nach einem Wort zu suchen irgendwie in so einem Text, das kriegt man vielleicht noch hin. Ja, die Steuerung F und dann kann man durch alle möglichen Textverarbeitungen durchgehen und findet dann, ob man das verwendet hat oder nicht. Spannend wird es dann, wenn man sagt, so, naja, wie oft verwendet man das Ganze, hat man noch andere Wörter drin, wie verwendet man die ganzen, sind die auch im Kontext vielleicht dann doch irgendwie mit reingeschoben und da wird es dann doch ein bisschen schwierig. Und gerade wenn man über Wörter redet, dann habe ich auch gedacht, so, naja, das ist doch eigentlich eine ganz gute Anregung. Was war denn bei meinem Text so schlecht? Warum war denn der so schrottig? Warum haben die den denn alle abgelehnt und warum will den eigentlich gar keiner haben? Und ich dachte, naja, dann guckst du doch mal auf die Wörter und lässt mal den Rechner zählen. Das war eine der ersten Sachen, die ich in meiner Büchergefahr gemacht habe. Da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt frustrierend. Das ist nämlich tatsächlich so, dass die häufigsten auftauchenden Wörter verdammt einfache, triviale, banale, einfach kleine, harmlose Allerweltswörter sind. Spannend zu lesen ist tatsächlich anders. Und dann sage ich, okay, Wörter. Die Sätze sind, ich kann schon formulieren. Das ist so im ganzen Großen, wird es doch eigentlich schöner, wird es aber leider nicht. Wenn ich nämlich auf die Sätze gucke, merke ich, wie lang die Sätze sind, wie kompliziert und wie geschachtelt die sind. Und wie schön die, also wirklich all ihre Ausdrucksstärke und wie kräftig brillieren können, dann stelle ich fest, nee, was ich habe, sind einfach kurze, knappe Hauptsätze und das war's, Punkt, und dann die nächsten ran. Ja. Also das heißt, ich bin, wenn man hier so ein bisschen das genauer lesen will, ich will da gar nicht in die Tiefe gehen, das Graue, so ein bisschen Peer Group, also so andere Texte, mit denen ich das verglichen habe und die sind durchaus ein bisschen eloquenter und ausführlicher gestaltet und einfach auch tatsächlich angenehmer zu lesen. Aber Wörter, Sätze, ja meine Güte, der Inhalt zählt. Auf den Inhalt kommt es an. Und was ist spannender an der Geschichte als die Personen, die da drin mitspielen und wie die Personen auch miteinander interagieren? Das ist bei so einer Geschichte meistens so. Da geht es am Anfang und jemand, der tritt auf, hat irgendwie ein Problem, klassische Heldenreise, ja, und dann entwickelt er sich ganz langsam und dann tauchen andere Personen auf, einen ganz großen. Im Verlauf der Geschichte hat jeder eine unterschiedlich starke Rolle, die sich dann entsprechend ausprägt. Und wie gesagt, dann guckst du doch mal darauf. Das gibt es und das kann man technisch machen. Ich werde das in der nächsten Folge wahrscheinlich auch ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Dass man drauf gucken kann und sagen kann, naja, wie entwickeln sich denn die Personen so übrigens? Wer tritt denn wann wie heftig auf und wer spielt denn wann welche Rolle? Und dann habe ich festgestellt, es gibt eine Hauptdarstellerin, die ist aber quasi immer da, die ist immer präsent und die entwickelt sich auch nicht, weil die ist am Anfang gleich richtig doll tief drin und bleibt das auch die ganze Zeit. Und die anderen, auch die Gegenspieler und dann irgendwie noch ermitteln ist jetzt falsch, aber so ein Pseudo-Gegenermittler-Spieler, der plätschert nur so dahin und wird ab und zu mal rausgeholt und juhu, ich mache auch was und taucht wieder ab und das ist irgendwie, und miteinander haben die wenig zu tun. Also hier kann man sich ein bisschen verfeinern und sagen, so die reine Häufigkeit ist das eine, aber wie weit die miteinander interagieren, ich will es lieber gar nicht zugeben, aber das sieht nicht viel besser aus, wenn ich da jetzt kein Bild. Das Schöne ist aber, dass jetzt tatsächlich dieses Prokrastinieren insofern produktiv war, dass es gesagt hat, der Text war wirklich schlecht. Und dass ich jetzt auch erkennen kann, warum der Text schlecht war
Und dass ich jetzt mir selber und auch potenziell anderen irgendwie eine Hilfestellung geben kann und sagen kann, bevor du zum Lektorat gehst, bevor du zu jemandem gehst, die dir sagt, ja gerne, aber es wird teuer, gibt es Mittel und Wege, mit denen man sagen kann, die sind relativ einfach, die sind relativ billig, ja, ohne das jetzt wertend zu meinen, aber die sind wirklich so ökonomisch einsetzbar und verwendbar und geben eine Hilfestellung an die Hand, um zu sagen, der Text kann deutlich mehr Potenzial entwickeln, als du ihm momentan zugestehst. Und wenn man darauf hört, wenn man einfach sagen, okay, dann nehme ich das doch einfach auf und reflektiere nochmal unter den Aspekten des Wortwahlgestaltens oder des reicheren Wortwahlschatzes, des Satzbauüberarbeitens, Geschichte sowohl auch interessant lesbar zu machen und vor allem des Spiels der Charaktere miteinander über den Verlauf der Geschichte und vielleicht auch noch der Sentimente, weil das sind dann noch andere Späße, die reinkommen, dass also eine Geschichte durchaus auch mal spannende Momente haben darf, nicht nur, sondern auch mal, in denen ich Emotionen mit reinbringen kann, dann nehme ich das doch auf. Und dann lasse ich mir doch einfach von so einem Tool sagen, da bist du noch nicht, das kannst du noch nicht, das verbergst du bisher. Aber ich weiß dann, woran ich arbeiten kann. Und ich sitze dann nicht nur depressiv auf der Couch, oder deprimiert auf der Couch und sage mir so, mein Gott, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ich finde den Text super. Und das Schöne ist, immer noch nebenbei, ja, wenn man mal nicht schreiben will, das Schöne am Prokrastinieren ist, man macht Sachen so parallel. Das heißt, man kann dann neben dem Schreiben, oder wenn man mal darauf keine Muße hat, dann doch wieder drüber reden und insgesamt dazu kommen, einfach die Sachen so weit zu reflektieren und beim Reden, wo kann man das besser als direkt um beim Reden, zu sagen, ich verstehe sie auch. Und wenn ich verstehe, was da falsch läuft, dann habe ich damit auch kein Problem mehr, dann habe ich davor keine Angst mehr und dann kriege ich vielleicht aber auch die Geschichte wieder hin. Damit bin ich jetzt deutlich unter der Zeit und lade aber jeden herzlich ein, mich und andere und die ganze Welt dabei zu begleiten, das Ganze durchzuführen. Das ist Büchergefahr, ist so der übergreifende, die Klammer drumherum, Lektomat, wer schon geschrieben kann, der findet Wörter, ist dann der Automat, der dem Lektorat entsprechend vorgeschaltet werden kann. Und dem Ganzen bauen wir live, also wir bauen den Lektomat live in der Büchergefahr auf, begleiten das Ganze durch schöne viele Wortbeiträge und auch immer durch praktische Präsentationen, die unter anderem auf den beiden Buchmessen im Frühjahr und Herbst, also in Leipzig und Frankfurt hin und her pendelt, fleißig präsentiert werden. So. Und ansonsten bin ich gerne für Anregungen und vor allem auch für Hinweise darüber, wie und wo es passende, spannende Geschichten zu lesen, zu erfahren und auch möglicherweise den Weg zu geben gibt. Und ja, freue mich auf euch. Danke. Ja, gibt es Fragen an Roland? Oder mit welchen Texten wurde denn geübt und weshalb wurden diese ausgewählt? Gnadenlos, das ist die spannende Frage überhaupt und das ist das Schwerste in der ganzen Unterfangen. Ich habe da so schön versucht, beiläufig zu erwähnen, dass das Graue da im Hintergrund, was man so in den Reihen mitbekommt, mal eben so lapidar die Viergrund ist. Ja, das war absichtlich nur ein Nebensatz. Nee, das ist tatsächlich irre schwer. Also das ist das Schwerste ist, und das ist auch das, wenn man mal ein bisschen drauf guckt, und einer der Aspekte, die ich auch neben dem Kanal gerne bespreche, ist so, alles das, was ihr mit KI, ja, ich weiß, KI ist, wenn es auf PowerPoint steht, und maschinelles Lernen, wenn man, egal. Also alles das, was man unter diesem Schlagwort subsumiert, wird gerne mal, oder mit denen, die das machen, die ignorieren gerne mal, dass da noch ein paar Fragen mitstehen. Und eine der wesentlichsten Fragen ist, wie man den, wie heißt denn der Bias auf Deutsch? Bias, die Vorurteile, also so ein Schwerpunkt, wie man also gewisse Meinungsschwerpunkte in irgendwie das, was man, womit man arbeitet, reinlegt und wie man das eben vermeidet. Und das ist genau die spannende Frage. Das heißt also, eine der Hauptaktivitäten, die ich eigentlich mache beim Aufbau dieses Lektomaten, das hat nichts mit IT zu tun. Also das ist ein total IT-technisch und relativ entspanntes Thema. Der meiste Aufwand besteht wirklich darin, zu sagen, so, wo komme ich denn an diese Texte ran? Und konkret die hier sind einfach aus einem Fundus, den ich privat respektive über ein paar bekannte und kooperative Kanäle habe. Und ich bin momentan im Gespräch mit zwei großen Plattformanbietern auf dem deutschen Markt, ich will jetzt noch keinen Namen nennen, weil das natürlich ganz wasserdicht ist. Um das Tool genau dort bei denen einzubinden. Und das sind welche, die sitzen auf einem relativ umfangreichen Schatz von Texten, der auch immer weiter wächst.
und den Autoren, die mit denen zusammenarbeiten, dann einfach das Werkzeug mit an die Hand zu geben, das ist auch so ein bisschen das Ziel. Also zu sagen, ich habe dann eine Chance zu bestimmen, mit wem ich mich vergleiche, und das ist nämlich das Wesentliche. Dadurch wird es dann auch ein bisschen wertvoller. Also es hat nämlich wenig Sinn, und was eben momentan auch wirklich der Fall noch ist, bei der Vergleichsmenge hier ist, wenn ich jetzt, ich sage halt mal, Krankenhaus-Thriller steht bei mir dran, da streiten sich auch die Geister, wo ob das so schlau ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlau, den jetzt zum Beispiel mit dem klassischen Liebesroman zu vergleichen, weil der folgt einfach anderen Regeln. Ja, und auch andere Genres folgen anderen Regeln, und auch Science Fiction wird strukturell anders geschrieben, als das zum Beispiel mit dem Thriller der Fall ist. Und das heißt also, die Auswahl dessen sollte sich immer darauf beziehen, was man eigentlich haben will. Also man muss selber eine Chance haben, das auszuwählen, selber als Autor, wenn ich angehe und sage, ich möchte mir das angucken, muss ich sagen, ich möchte gerne die Peer-Option so einschränken. Also das heißt, irgendwie momentan habe ich es nicht, aber das Ziel ist es zu sagen, ich habe irgendwie einen Satz von, ich habe so einen Vektor, warum ich das mal gerne sage, also der einfach festlegt, wie als Thriller, Romance, wie gesagt, Science Fiction und ähnliche Genres, History, und wo, in welche Schublade möchte ich nicht gerne reinstecken. Gerne auch in verschiedenen, um zu gucken, wie sich das ausholt, aber das ist wirklich schön. Kann ich das noch vergleichen mit guter und mit schlechter Science-Fiction-Literatur vergleichen? Weil du kannst da einfach schlechte Literatur da rein. Da kommst du drauf an. Das können wir jetzt drauf an. Also das ist wieder die berühmte Frage, die sind was natürlich gut. Kann man aber durchaus. Also das ist zum einen kann ich schon sagen, irgendwie, ich kann meinen Qualitätsmaßstab natürlich bestimmen. Dass ich einfach sage, das ist die gemeine, profane Verkaufszahl ist durchaus ein Indikator, den ich verwenden kann. Das ist mal schön. Ich mache das ganz kurz mal ganz kurz so, es gibt so einen Haufen Autoren, die rennen so rum. Die Frauen auch. Ich schreibe ja für die Kunst und damit das gut ist und nicht für den Markt. Und das ist in dem Moment schlicht und ergreifend in die eigene Tasche gelogen, indem ich das Ding veröffentliche, weil ich veröffentliche das nicht von meiner Schublade. Das tut mir leid, aber das glaube ich keinem. Also die Veröffentlichung als solche ist ein Ausdruck dessen, dass ich das Werk, was da jetzt publiziert wird, verkaufen möchte. Und das überhaupt nicht veröffentliche. Insofern ist die gemeine Verkaufszahl durchaus schon mal ein Indikator, der sagen kann, das ist valide. Es gibt ein schönes Buch, ich habe die Autoren gerade verdrängt, das heißt auch der Bestseller-Code. Sehr umstritten, aber trotzdem sehr interessant. Die einfach das gemacht haben, die haben irgendwie, ich weiß nicht, ob das 10.000 Werke, glaube ich, waren, genommen, haben die auch durchanalysiert. Und gesagt, zu welchen gemeinsamen Mustern folgen die denn, und vor allem die, die ein bisschen besser sich verkauft haben, und haben dann so ein bisschen zu fragwürdigen Schlüssen gekommen und haben dann, als sie 50 Shades of Grey analysiert haben, haben dann festgestellt, das passt irgendwie irre gut zu all dem, was die gesagt haben, das macht ein gutes Werk aus. Verkaufstechnisch stimmt es, über die literarischen Qualitäten kann man sich dann wieder streiten. Aber auch da, dann kann ich sagen, da gibt es irgendwie einen Haufen Plattformen, in denen man auch wunderbar in die reinkommt, die abzapfen kann. Oder das Lovely Books und ähnliches, oder auch so irgendwelche großen Shops mit ihren Bewertungssternchen. Ja, dass ich das einfach lehre und dann sage, okay, dann gehe ich da auch nicht. Was ich ungern machen würde, wäre zu sagen, ich nehme jetzt einen Feuilletonisten oder einen ganzen Sack voller Feuilletonisten, ja, stecke die in den Raum und sage, komm, jetzt macht mal, und jetzt habt ihr hier mal 10.000 Bücher und ich habe jetzt hier am Ende des Tages, ja, schreibtisch geräumt, möchte ich irgendwie entsprechenden Bewertungssackkatalog haben. Das ist schwierig. Davon würde ich mich auch trennen. Sondern es geht schon darum zu sagen, das folgt einer gewissen, ich weiß nicht, wer der Wort war, aber Marktoptimierung, ja, also die Sachen sollen schon auch verkauft werden, und darum geht es nämlich auch. Das ist der Indikator, wie ihr zu antworten. Wir haben ja gerade schon etabliert, dass in verschiedenen Genres verschiedene Regeln gelten. Habe ich einfach mal behauptet. Nehme ich jetzt mal so an, dass das so ist. Ändern sich diese Regeln über die Zeit, und kann man das irgendwie darstellen, wie diese zeitliche Veränderung ist, also im Modell, sage ich. Also auch mit Betracht auf einen Blick in die Zukunft. Und ansonsten stellt man ja immer nur den alten Status. Genau, also ein Modell ist ein weniger. Aber also zum einen, ja, also erstmal so volle Zustimmung. Also das ist, wenn man, was habe ich denn noch nicht mal, wo man muss staunen. Ich weiß gar nicht, wer, kennt jemand 50 for Books? 50 for Books, großartig. Ist ein früher mal ein Literaturblog gewesen von Tilman Winterling, den haben wir auch schon als Gast gehört. Und ist mittlerweile so ein Kooperationsprojekt von mehreren Autoren, die tatsächlich, also die haben echt einen feuilletonistischen Anspruch und Literatur bloggen halt über Literatur. Warum ich die gerade erwähne, ist, die machen so einen Twitter-basierten Buchleseklub, sag ich jetzt mal so. Das heißt, immer einen Monat, wenn sie hin und sagen, diesen Monat lesen wir alle jetzt gemeinsam dieses Buch und tauschen uns darüber aus, dann gibt es so einen Hashtag dazu. Und ich überlege gerade, wie es hieß. Ah genau, Kallokain. Wie ist es von Autoren, habe ich jetzt wirklich vergessen?
waren, glaube ich, im Februar dran. Aber es ist ein Buch, das ist 50 oder 60 Jahre alt. Das kommt irgendwie aus den 50er Jahren, glaube ich, des letzten Jahrhunderts. Und das war noch irre lesbar. Das war so eine Wahnsinnsausnahme. Weil wenn man sich einen Text nimmt, der aus der Zeit kommt, normalerweise, die meisten lesen, ich habe mal irgendwann Frankenstein, da kann ich gucken, das ist in der Originalfassung, das ist nicht passbar. Ja, also, da steht man eigentlich so, dass ich das nicht ernst gemeint habe. Also Sprache ist, und das ist ja auch was Gutes daran, Sprache ändert sich. Man sieht das ja da, dass der Humor noch lebt, ja, und noch mit der Wörter rennt. Worin sich das ausdrückt, ist nicht so sehr im Modell als solchen, sondern zu sagen, mit welchen, das ist wieder diese Peer Group, das ist wieder diese, oder wenn ich mal schon ein nehme, was nehme ich als Trainingsmasse mit rein? Und wenn ich sage, ja, ich trainiere auf Basis von 20 Jahre alten Texten, dann habe ich ein Problem heutzutage. Also weil so spricht kein Mensch mehr, so schreibt kein Mensch mehr, das stimmt einfach nicht. Also das heißt, ich muss da irgendwie diese Trainingsmasse, die muss einfach mitschwimmen. Das wäre die Frage für mich, ist das einfach eine konsumierte Masse über mehrere Jahre oder wird dann ein Zeitbereich rausgenommen, der für das Training verwendet wird? Also ich bin momentan so auf dem, also ich bin auf dem Trip, dass ich sage, die letzten 10 Jahre, die passen schon und die schlechten Probleme. Da sollte man ja noch mal nachdenken. Also das ist sicherlich noch eine andere Schraube ein bisschen drehen, aber das ist erstmal so einfach zusammen. Mir ist schon mal aufgefallen, bei dem Vorkommen der Personen und so weiter, oder gerade auch bei den Themen, denke, es gibt natürlich Themen, die brauchen einen gewissen Spannungsbogen und so weiter. Hier ist klassisches Pareto-Prinzip gewesen, 80% ist der Protagonist im Vordergrund. Wenn ich die anderen nehme von 0 bis 40, also im Mittel die 20%, könnte man sagen, okay, das ist einfach vielleicht einfach zu wenig Peaks da drin war. Mhm. Sehen jemand weiter, also vor 5, 6, 7 Jahren war es schon ein Thema im SEO-Bereich, dass man einfach Content-Analyse gemacht hat und so weiter, das hat vielleicht mit dem CIS, die können das sehr gut auf Texte von 800 bis 1600 Zeichen oder wie auch immer. Vor kurzem mal weitergesponnen, wie ist es eigentlich, wenn man Texte analysieren kann? Ich meine, Sprache folgt auch einfachen Regeln letztendlich, kann man beibringen. Dann eben schaut, was für eine Zielgruppe möchte ich ansprechen, die über Personas ja abgebildet werden können. Man kann es auch ganz gut untersuchen. Facebook und so weiter, überall, wo man auch der Daten herbekommen kann, was für Interessen die verfolgen. Und wenn ich jetzt weitergehe und man nimmt heute eigentlich offene Quelldaten, ich sag's mal Google Trends, allgemeine mit Crawlern überprüft man halt, was gerade getrendet wird. Summiert das Ganze mal zusammen, hinterlegt dahinter noch einen Kontext, was möchte ich dem Ganzen für eine Richtung geben, mhm. Ne? Gerade politisch orientiert, grün, rechts, was weiß ich. Ja? Und geht dann sogar noch weiter und sagt, man macht ganz einfach Animationen, flat-mäßig dargestellt, füttert das Ganze, macht das Ganze dann sogar schon animiert als Video, ja, als Vorschlag, optimiert es noch ein bisschen hinten dran und können eigentlich natürlich vollautomatisiert tausende von zum Beispiel YouTube-Channels für verschiedene Interessengruppen automatisiert pünktlich zum Feierabend mit den aktuellsten Themen versehen und damit natürlich auch komplett steuern, was passiert. Weil der Einfluss oder halt, wenn die Interessengruppen da sind, lässt sich doch schon so weit steuern, oder nicht? Das ist doch, man kann sehr schöne Sachen machen. Also das ist, aber vielleicht bis auch für die, die jetzt von hinten kommen, also die Idee ist, auf Basis von dem, was momentan öffentlich verfügbar ist, einfach neues, öffentliches, verfügbares Material bereitzustellen, das einem gewissen Bias, also ich suche heute wirklich noch ein Wort heute Abend, irgendwie für Deutsch für Bias, ja, mit Vorurteilen oder Vorurteilen folgenden Regeln entspricht. Technisch ist es ohne Probleme, würde ich jetzt nicht sagen, machbar. Das ist genau das, was oben AI da mit diesem GPT-2 gemacht hat. Und dass sie gesagt haben, naja, also Moment mal, wir haben jetzt Reddit reingeschmissen, zum einen, weil wir da technisch einfach rankam, zum anderen, weil es einfach irre viele Texte gibt und zum dritten aber nicht, um zu sagen, was ist denn momentan angesagt, sondern einfach, welchen Regeln folgten die englische Sprache. Die momentan populäre, umgängliche englische Sprache. Und die haben dann genau das gemacht. Und das ist genau diese Gefahr, die da besteht, zu sagen, okay, ich kann jetzt eigentlich, indem ich irgendwie Schlagworte reinwerfe, relativ viel Fake News oder was auch immer generieren. Das ist aber erstmal so ein bisschen der negative Aspekt, warum die auch sagen, das wollen wir jetzt mal gar nicht ausweiten. Das hat aber trotzdem seine positiven Aspekte auch. Und das ist irgendwie nämlich, was passiert denn ganz real? Also ein Beispiel, das ich nicht aufgeführt habe, aber es gibt real publizierten Journalismus, der komplett automatisch generiert wird. Das ist nicht immer jedem bewusst, aber zum Beispiel ein relativ großer Anteil des Sportteils von überwiegend auch Regionalzeitungen, gerade im nordamerikanischen Raum, wird nicht per Hand geschrieben, ne, sondern das ist wirklich, man nimmt dann einfach irgendwie, Fußball spielen die da glaube ich nicht,
keine Ahnung von, aber die spielen dann noch was anderes. Es gibt dann trotzdem klare Ergebnisse und dann gibt es dann Tabellen, wo dann entsprechend dann irgendwie die Mannschaften dann auch entsprechend positioniert werden. Und daraus kann man durchaus mit ein bisschen Übung ableiten, wie so Texte geschrieben werden. Wer schon mal einen Sportteil gelesen hat, der folgt immer den gleichen Regeln. Das ist tatsächlich so langweilig, dass man es auch per Hand automatisch schreiben lassen kann. Die Frage ist nicht die der technischen Machbarkeit. Die Frage ist eine andere. Die Frage ist, und da bewegen wir uns auf einem sehr interessanten, spannenden Gebiet momentan, und das ist, da tut sich durchaus ein bisschen was. Ja? Also das heißt ja immer, wir Deutschen, wir hängen dann wieder hinterher, und wenn wir mal gucken, wie viel die Chinesen in die KI stecken und die Amerikaner, da werden Zahlen geschmissen und so. Was wir aber definitiv richtig machen, ist, dass wir unter anderem zwischendurch auch mal ein paar Fragen stellen und die richtigen Fragen stellen. Das kann man jetzt bremsend auffassen, aber es gibt da, in der letzten Woche war gerade eine große Kommission wieder mal in Berlin und betätigt. Und die haben dann auch entsprechend Regeln aufgestellt, denen man zum Beispiel folgen kann beim Erstellen und Publizieren von den Ergebnissen, die mit künstlicher Intelligenz generiert werden. Es gibt auch im internationalen Raum, die, was ich sehr schön finde, die Algo-Rules zum Beispiel, ja, das sind neuen so Regeln, mit denen man auch ankommt. Wenn die einfach mal, bevor du irgendwie mit sowas live gehst, ja, die zu Gemüte führst und reflektierst, und die sagen nämlich genau das, die fragen genau das. Kannst du entsprechend nachher auch begründen, wie dann die Ergebnisse zustande gekommen sind? Oder hast du eine Chance zu erklären, was du da eigentlich produziert hast? Kannst du das irgendwie auch rechtfertigen? Kannst du damit leben, wie entsprechend dann die Auswirkungen, die Interpretierbarkeit des Ganzen dann auch wirklich ist? Und das ist, glaube ich, die spannende Frage. Also wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir sagen können, wir lösen uns von der rein technischen Machbarkeit. Da ist schon noch viel Fleißarbeit und da kann man auch viel forschen. Und das ist auch immer noch spannend. Ja? Und das technische Thema nicht durchgekaut. Also da geht noch ein bisschen was. Aber das wirklich Spannende, also das, was ich zumindest interessant finde, das passiert auf einer anderen Ebene. Das ist eben die Ebene dessen mit, was ist meine Peer Group, was will ich eigentlich erreichen, welchen Schaden kann ich anrichten und mit welcher Begeisterung mache ich das? Das ist ein Ding, ja, wenn man das mal ausschaltet und sagt einfach, naja, wenn ich das ausschalte, dann kann ich dann nackig mit der Keule durch den Busch laufen oder hier in der Straßenbahn die Leute irgendwie alle erschlagen. Also das kann ich schon machen, wenn ich meine persönliche Schmerzgrenze entsprechend runterschraube. Die Frage ist, ob das gesund für alle ist, auch für mich. Also das langfristig garantiert nicht, aber ich denke auch, dass es im Moment auch viele Dinge gibt, die so passieren. Oder halt ja auch Redaktionen, die dementsprechend natürlich auch so arbeiten, ne? Für ihre Jokes, für ihre Themen, die sie anbringen und so weiter. Die werden ja auch automatisch vorgeschlagen. Und trotzdem gibt es eine Redaktion. Und am Ende des Tages sogar noch irgendjemanden, der dann vor der Kamera sitzt und vielleicht auch nochmal irgendwie filtert. Also, was mir persönlich auch ein Anliegen ist, ich habe mich bei allem, was man tut, generell, wenn man schon keine neuen Regeln hat, aber eine Regel für mich, sondern kann ich durchaus mal beherzen, das schaltet den verdammten, gesunden Menschenverstand nicht vollständig ab. Also gerne mal ein bisschen runterfahren, macht ja auch Spaß, aber ganz weg ist auch doof. Also, Und da kommt man schon sehr weit. Und da merkt man das, und das sollte man es hoffentlich merken, wenn man dann irgendwie Stränge spielt. Und das ist ein bisschen die Gefahr. Also das ist auch so die Gefahr, die ich immer sehe mit also gerade so, ich komme auch ursprünglich zum Teil, zumindest aus der IT, wir gefallen uns gerne selbst mit dem, was wir tun. Ja, wir sind ja auch toll, ist ja alles gut. Aber tief seufzen ist da, glaube ich, wirklich die beste Antwort drauf. Ja, das hat mich auch. Ja, ich glaube, es braucht manchmal auch eine Vision oder die Dinge auch mal anzubringen und auch mal hinzuhören, ob überhaupt noch so was wie Ethik oder Moral dafür besteht. Die hat auch eine Erde im. Ich werde dir gerade von. Ich glaube, du hast Hunger. Also vielen Dank für deinen Vortrag, Roland. Ich kann auch wirklich.